Schule-Test schreiben. Ja, aber was Tests. Passiert da wirklich? Richtig. Da steht eine Frage, man schreibt seine Antwort hin und dann behauptet irgend so ein Eierkopf, das sei falsch. Aber wer sagt denn, dass er recht hat? Was ist denn an der richtigen Antwort so toll? Wenn es nur eine richtige Antwort gibt, warum gibt es dann so viele von uns? Solche Tests sollten verboten werden. Das ist doch psychische Misshandlung. Aber sowas von. Ganz so schlimm ist es vielleicht nicht. Aber es ist wirklich derbe uncool. Das auf jeden Fall. Die Sommerpause wäre die perfekte Zeit für Bauarbeiten. Ich meine ja nur. Ja, natürlich, mein Mann. Ich finde, beim Kacken kann man ja mal frieren, oder? Oder beim Duschen. Na, jetzt mach doch mal da irgendwo. So. Stellen Sie sich aber auch mal alle an, dass es kalt ist, ey. So. Robotikdesign. Im Baumenü, um verfügbare Zimmer zu sehen, um sie nach Wunsch zu bauen. Zimmer sind recht kostspielige Einrichtungen. Also, haben wir denn sowas schon? Robotikfertigung? Ich öffne das Baumenü, um verfügbare Zimmer zu sehen. Wo ist denn Robotikdesign? Alle Zimmer. Ah da, Roboterdesign. Ah ja, okay. Das sollte ich nicht erst sagen müssen. Aber wenn Jumbo McNally bei etwas die Finger im Spiel hat, kann das nichts ja, Gutes bedeuten. Nee, dann ist aber die Kacke Jumbo am Dampfen. University. Dass ich nicht lache. Den auf sollte man auf den Mond schießen. Ja, das klar. Das wäre mal lehrreich. Auf jeden Fall. Auf das. Yeah. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein paar Hausmeister. Die Armen kommen gar nicht mehr hinterher. Und ich glaube, die armen Lehrer auch nicht mehr. So. So. Studienzentrum. Das brauchen wir auf jeden Fall. La, 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 la. Zum Glück ist dieses
überhaupt nicht groß. ja. Moment. Studierendenzentrum sucht einen Assistenten. Ja, kommt noch. So, warte mal. Zack. Arriba! Unser Platz hier irgendwie schaffen für tausend andere Dinge. Warte mal. So. Hä? So, jetzt aber. So, eine schöne Jukebox. Natürlich ein Mülleimer. Und natürlich ein paar Tische. Was brauchen wir hier? Einen Assistenten. Assistent. Stufe 8, sehr gut. Haben wir jetzt hier eigentlich wir haben keine Heizung hier drin. Das ist vielleicht jetzt nicht so ausschlaggebend. Gute Werbung. Wo sind die? Hä? Ja, ich bin ja dabei, mein Freund. Einen Moment. Ja. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. La 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 riba. Nachhilfe, Personalzimmer, Weiterbildungszimmer haben wir auch schon. Forschungslabor, Wissenschaftslabor, Roboterfertigung, Campusgebäude. Achso, da brauchen wir bestimmt nicht. Das Reich von Guanciale wurde vom bösen Gemüsehändler gestürzt. Vom Bratensoßenmeer zu den gänsekleinen Höhlen. Keine Ecke dieses einst tierisch herzhaften Landes ist gegen das abscheuliche Grün gefeit. Es gibt nur einen, der uns jetzt noch retten kann. Der Haxenhexer. Nein! Erkunde eine Welt voller Legenden und Lammkoteletts in Haxenhexer. Die Rückkehr des Zwiebelbratenzauberers. Auf jeden Exklusiv Fall. Exklusiv für den Bungle Button Master. Na, Moment. Spiele richtig fetzen. So, und wir starten nochmal. Genau. Folgejahr starten. Nachhilfezimmer, ein Dozent wird benötigt. Die haben alle gar nicht, das wo kann ich das? Ach so. So, das dauert so lang, ne? Oder? Stifte. Event einrichten. Und zwar brauchen wir, was war gewünscht? Aufenthaltsraumparty? Nee. Event buchen. Ach so.
Belohnung einfordern. Ja. Haben wir auch gemacht. Event einrichten. So. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Notunzufriedene Studenten weigern sich, ihr Studiengebühr zu zahlen und brechen mit ihrem Studium ab. Kümmern sich um die Wünsche und Bedürfnisse der Studenten, damit sie zufrieden bleiben. Ich bin dabei. Ja, soll ich draußen, Leute, ich kann draußen ja keine Heizung bauen, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Doch, kann ich wohl. Nee. Kann ich nicht. Nein, das geht nicht. Tut mir leid. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum alle so versessen darauf sind, dass wir lesen lernen? Na? Damit wir lesen können, was sie schreiben. Natürlich. Das ist doch vollkommen logisch. So haben sie noch eine Möglichkeit, uns zu kontrollieren. Deshalb lese ich ausschließlich den konfusen Kurier. Die verwandeln die Nachrichten in Anagramme. Das bricht den Code und ergibt absolut keinen Sinn. Einfach perfekt. So, upgraden. Hausmeister zur Upgrade-Montage, bitte. Wir machen ja alle Wünsche fast. Bibliothek bittet um einen Assistenten. Hinweis: Ein Finger ist keine Zahnbürste. Nein? Okay. Ich hätte das jetzt so nicht gedacht. Es hätte ja sein können, ne? Meint ihr, ich hab's ins Radio geschafft, weil ich irgendein schickes Stück Papier habe? Ja. Von wegen. Nicht? Radio, okay. Das ist Jazz. Es ist lebendig und unberechenbar. Das kann man nicht einfach lernen. Nicht? Okay. Klar, man kann sich sagen lassen, welche Knöpfe man drücken muss und wann. Aber das ist doch kein Radio. Okay. Und jetzt noch ein vorprogrammierter Song, den ich nicht gewählt habe. Häufige Fragen? Nein, ich habe nicht zugehört.
Bam, bam. Lass sie doch auch mal Pause haben hier. Okay, wir müssen wohl irgendwie das hier demnächst mal erweitern, weil ich habe hier irgendwie gerade gar keinen Platz mehr hierfür. Wo sind meine ganzen Assis? Ich kann doch nicht schon noch mehr Assistenten. Wo sind meine ganzen Assistenten? Personalverwaltung. Mitarbeiter. Ja, wo sind denn die ganzen Assis? Der läuft da. Macht der? Macht Pause. Wieso macht der Pause? Wer hat ihm das erlaubt? Ist natürlich doof, dass die alle gerade zur selben Zeit Pause haben, ne? Kann ich denen denn irgendwie... Die Broschüre ist zwar nicht verbindlich, aber einem unserer Kurse fehlt ein ganzer Hörsaal. Was ist denn jetzt da los? Ach so, weil die wahrscheinlich total unzufrieden sind, weil jetzt kein Assi da ist, ne? So. Hier haben wir eine Frage von Kevin aus Fluttering. Hey Harrison, was war dein Lieblingsprojekt in der Schule? Das ist eine gute Frage. Und übrigens, Schule mag nichts als Schwindel sein, aber deswegen sind nicht alle Lehrer gleich böse Menschen. Nein. Also zur Frage. Ich habe immer gern diese kleinen Vulkane gebastelt. Wer hätte schon gedacht, dass Vulkane voller Essig sind? Nicht. Einfach genial. Aber wie können wir das sicher abbauen? Das hätten sie uns mal beibringen sollen. Studierende werden gebeten, zu bitten statt zu fordern. Warte, jetzt sollen die auch noch bitten? Geht aber gar nicht. Dort kennen die Studierenden noch gar nicht. So.
Uiuiui, was haben wir denn jetzt hier? Stammbaum, platzieren. Was hat er denn? Warum ist der denn? Problem beim Roboteur ist das Innenleben eines Labor-Robotics. Was ist denn da dran kaputt? Was hab ich denn da? Was ist denn da jetzt kaputt? Eine Broschüre ist zwar nicht verbindlich, aber einem unserer Kurse fehlt ein ganzer Hörsaal. Oder brauchen die noch einen Hörsaal? Ich kann ja noch mal gucken. Vorlesungssaal? So. Ja, eine Heizung sollten wir vielleicht trotzdem machen. Na, warum nicht? So, jetzt aber. Was ist das? Ein Objekt. Warte mal, Tüftler. Achso, das ist der Tüftler. Okay. Durchsage. Gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. So. Na, geh doch weg. Ich hab doch was gebaut. Ich war nie an der Uni. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Nicht? Und es hat mir nicht geschadet. Das sagen sie alle. Schaltet morgen zur gleichen Zeit wieder ein, wenn die Tagesleuchte sich verzieht und der gruselige weiße Wasserball uns mit seinem schummrig-schaurigen Segen beglückt. Gute Nacht.